Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. So, wir haben Sicherheitsfreigabe für alle Sachen hier bekommen. Das heißt, wir können uns jetzt hier ganz entspannt eigentlich umgucken. Ach, guck mal hier, das sind so die einzelnen Wohnungen, die einzelnen Zellen, so nenne ich es jetzt mal. Muss ja auch gucken, ob es noch irgendwo QA-Codes gibt, die ich noch nicht habe. Da ist auf jeden Fall noch ein hackbarer Computer. Da ist auch noch ein QA-Code. Das ist natürlich ziemlich nice. Dann nehmen wir den auch mal mit. Das ist dann Nachricht 12. So, dann wollen wir mal hier schauen. Dann hacken wir mal. Okay, zack, zack. Ja, das ist eigentlich, ich finde so ein bisschen natürlich schon Glück, ne, muss man sagen. Ob man jetzt das Richtige findet oder nicht. Sei mal. Danke schön, hier habe ich es gefunden. Und dann sind wir nämlich auch schon auf der grünen Linie. Und dann haben wir den Scheiß gehackt. Mal gucken, was wir hier finden. Auf dem PC. Ja, komm, hau rein. Große Köpfe der Geschichte. Von adeliger Abstammung und mit edlen Absichten stieg Robert des Sables im Jahr 1191 zum Großmeister des Templerordens auf. Seine Amtszeit war kurz, aber sein Einfluss war groß. Er kämpfte an der Seite von Richard Löwenherz. Er belagerte die Stadt Akkon und zerstörte Saladins Hierarchie. Während seiner gesamten Amtszeit wurde er von Assassinen verfolgt, bis ihn schließlich einer dieser namenlosen Übeltäter zum Märtyrer machte. Was? Namenlos? Hallo? Der größte Motherfucker auf dem All. Das war ja wohl Altair, namenlos am Arsch, ey. Puh. Eine Mutter. Da muss ich aber auch hin. Ich habe leider keine große Karte, das ist schade. Doch, habe ich wohl, okay. Hier ist der Aufzug. Ich muss unbedingt hier aber erstmal alles abchecken. Ist auf jeden Fall ein anderes Büro. Anderer Typ. Vielleicht gibt es hier auch noch einen QA-Code oder so. Nö, nö, nö. Sieht mir nicht danach aus. Dann war ich überall drin in allen vier, ne? Okay. Ja gut, dann geht's ja nur noch hier lang. Aber hier gibt es nicht mehr so viele PCs zum Hacken, ne? Zum Hacken. Ja, da hinten. Wobei, ich könnte natürlich... Warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Wo komme ich da lang? Komme ich irgendwo hin? Keine Ahnung. Ich kann natürlich zum Aufzug gehen, noch mal ein bisschen hier hin und her düsen. Also gut, Hatschu, ich betrete jetzt den Serverraum. Wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein. Nein, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich werde da noch nicht hingehen, Arsch. Wo ist denn der Serverraum überhaupt? Das hier ist der Serverraum, oder was? Das ist mein Zielort. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Das sind drei. Melanie ist gerade da drin, du Idiot. Okay, okay. Nein. Halt die Fresse. So, na gut. Da muss ich dann nachher also rein. Das ist mein echter Zielort, nicht hier das grüne Pünktchen da. Ich will jetzt aber erstmal Richtung Fahrstuhl. La. Vielleicht kann ich mich hier noch ein bisschen was machen. Hey, du weißt, dass du eigentlich eingesperrt bist, ja? Es ist kein guter Plan, nach oben zu gehen. Aber ich kann auch nach unten. Ich kann auch hier hin. Ich darf nicht, verdammt. Na gut. Dann halt nicht. Verdammt, ich dachte, ich darf mich hier noch relativ frei bewegen. Dann kann ich leider nicht alles zu 100%. Aber das ist ja doof. Da muss ich das halt... Ja, ich mach das auf jeden Fall dann. Also das hier, was man sammeln kann, noch nach dem Spiel dann halt. So, da bin ich. Die Kamera hacken. Okay, wir hacken die Kamera. Gibt es hier noch einen QA-Code? Nein, gibt es nicht. Schade. Dann hacken wir mal die Kamera. Ach komm, irgendwas hier. Zack. Nein. Verdammt, wie war das nochmal? So. Ich habe gar nicht bei dem Tutorial, ehrlich gesagt, aufgepasst. Ich mache irgendwas hier. Das wird schon passen. Ich muss die Welle hier nach oben kriegen. Was soll das denn, Junge? Na, schon mal nicht verkehrt.
So. Läuft. Without any problem. Ein bisschen machen und dann ist das... Ich bin Meisterhacker. Zwar keine Ahnung, was ich da mache, aber... Es funktioniert. Du musst wirklich nicht selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich. Aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ihrem Wort. Kaffee geht auf mich, okay? Okay, da ist sie draußen. Dann wollen wir mal zurück. Komisch finde ich, wie gesagt, es gab in den anderen Stockwerken noch relativ viel zu hacken. Da komme ich jetzt aber gar nicht hin. Alles klar, hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Okay. Ist ganz einfach. Okay, machen wir. Gut, ich werde jetzt nicht versuchen runterzugehen, weil das sowieso nichts wird. Der wird eh wieder rumheulen. Alter Schwede. Boah, wie viele Daten das sein müssten, wenn man sowas in Wirklichkeit machen könnte. Alter, leck mich am Arsch. Tada, da wären wir. Wunderbar. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Also, das hat wohl geklappt. Probier es aus. Probier es aus. Wie redet er denn mit dir, wenn er mit Melanie die ganze Zeit da steht? Komisch, komisch. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen kniffliger werden. Das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Scheiße. So. Geht doch. Schutzprotokolle werden umgangen. Verbindung. Erfolgreich. Zugriff auf Serverdaten. Achso. Okay. Machen wir. Oh. Muss ich jetzt hier wieder... Oh. Okay. Kein Problem. Scheiße. What? Ach, Mist. Meine Fresse. Ich komme immer irgendwo gegen irgendwas Rotes. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Willst du... Ach, komm, jetzt hör auf. Ich gehe erstmal da ganz hier oben. Komm schon, komm schon. Okay. Hälfte ist zwar schon mal nicht schlecht, das Problem ist allerdings... Komm schon. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zack, zack. 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 Zack, zack. Wunderbar. Wenn es mal läuft, dann läuft's auch. Man muss aber erstmal wieder ein bisschen reinkommen in die ganze Geschichte. Aber dann ist das kein Problem, finde ich. Na dann. Abstergo Entertainment, Pirates of Nightmares, Internal Context Video. What the fuck? Ich bin gespannt. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat, Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vain und Blackbeard. Das wollen sie also daraus machen. Ich verstehe. Gibt's hier eigentlich noch mehr, außer... Weiß ich nicht. Okay, aber das haben wir schon mal bekommen. Interessant.
Ich kann dich fühlen, Ziffer. Kay? Fühlen. Aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten, im Nervensystem dieser Welt. Hast du sie? Aha. Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den armen Desmond. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühlen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht, um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun. Mehr Proben zu entnehmen. Mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich meine Kinder. Meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Sag schon! Ich hab keine Ahnung. Nein, nein, nein! Hier stimmt was nicht! Verflucht doch mal! Ich sollte da sein! Jetzt! In deinem gottverdammten Schädel! Fuck, what? Fuck, 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 fuck! Warum hat sie dich verschont? Warum bist du noch da? Tja. Das ist eine gute Frage. Sie ist halt noch nicht stark genug. Das war Juno, ne? Ich komme mit den Juno oder Minerva, keine Ahnung, ich komme mit den Namen ein bisschen durcheinander. Okay, die ist also nicht tot. Die lebt in den Computern gerade drin. Die Frage ist, hat sie sich da festgesetzt, weil die Templer sie da eingesperrt haben und sie zurückholen wollen, um die Menschen zu versklaven, zu vernichten, was auch immer. Oder hat sie sich halt selber dort hinein manövriert, um ihr Leben zu retten, um ihr Leben zu schützen. Das ist eine interessante Frage. Und warum sie uns verschont hat? Tja, verschont hat. Wir sind halt noch nicht bereit und sie ist noch nicht stark genug. Würde ich mal sagen. Alles klar. Dann sind wir ja wieder hier. Wow. Dann werden wir uns mal wieder mit dem Animus verbinden. Okay. Das heißt, in 5 wird Juno, / Minerva, wer auch immer das war, wieder auferstehen. In einem menschlichen, echten, lebendigen Körper? Kranker Scheiß. Die Anklagen, Sir, verliest sie erneut. Milord, das königliche Gericht beschuldigt die Angeklagten, Mary Read und Anne Bonny seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, Fischerboot. Das Gericht wow. legt den Angeklagten zur Last, auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea, Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott, inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre. Aber nicht wohl auf dieser Tage. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich... Es überrascht mich, dich hier zu finden, verwahrlost in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns und wir holen dich unverzüglich hier raus. Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonny, geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Ort eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet. Bis ihr kommet zum Tod. Tod, Tod. Oh, Rotz. Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen. Wir sind schwanger. Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Milord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Cleverer Ruhe. Schachzug. Ruhe. Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Entfernt sie!
Die gute Mary. Aber man würde niemals denken, dass es eine Frau ist, weil die irgendwie keine Brüste hat. Das ist irgendwie strange. Die sich die abgeklemmt oder so? Also, abgeklemmt. Keine Ahnung, abgedrückt. Oh, wunderbar. Wie ist dein Name? Vier Monate später. Kenmore? Conway? Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzte. Na, wie auch heißen mag. Du sollst ihn leiden lassen, ohne dass er stirbt. Wer ist da? Gouverneur. Und bei Dämmerung zurück in den Kerker. Hey! Und ihm die Feu! Lass das! Da ist jemand, der uns hilft. Ist das vielleicht... Ich warne dich! Entweder einer der Assassinen oder ist es Adevale. Ade. Ich will was machen, du. Ich habe auch gar kein Geld mehr, nix. Das ist doch scheiße. Hey! Hallo, rütteln mal ein bisschen. Lass das! Ja, wo immer du bist, mach ein bisschen schneller, Junge. Hey! Steh mach hier! Mach das Ding auf! Tja, er könnte es sein, ne? Guten Morgen, Captain Kenway. Ne, ist er nicht. Ich habe ein Geschenk für euch. Vielen Dank. Ihr dürft mein Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Mary und ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von hier. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Beeilen wir uns. Na dann. Sind wir also wieder frei. Eine interessante Wendung auf jeden Fall, muss ich sagen. Interessant, interessant. Dann sollen wir die beiden wahrscheinlich erstmal retten, ne? You won't lose us that easily. Ja, jetzt komm, Junge. Komm her. Zack, weg mit dir. Schubs. Alter, der ist voll schnell. Scheiße. Scheiße. Help me, damn it. Fuck. Wie ist der denn so schnell da durchgekommen? Jetzt mal ohne Spaß. Ey, wie hat der das geschafft? Der Sack. Oh, hier sieht mich keiner. Hoffe ich. Ach komm. Guck mal, er versteckt sich da einfach weiter. Ich hab damit nichts zu tun. Nein, dann seid ihr tot. Ach, ich am Arsch, ich folge dir nicht mehr. Du bist scheiße. Ich mach mein eigenes Ding. Pistole habe ich leider nicht. Zack. 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 So, alle schlafen so während der Schicht. Das ist ja unglaublich. Ich darf bestimmt mich nicht so weit von ihm entfernen, ne? Verdammt, hier komme ich gar nicht rein. Scheiße. Stop, you! You there! Stop! 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 Nix, stopp hier. Na ja, kommt mal her, ihr kleinen Pissnacken. Oh, ich muss weg. Ja, aber glaube ich auch nicht so eine große Reichweite, kann das sein? Irgendwie habe ich nicht so das Gefühl. Ich bin ausgewichen, Mann. Oh, komm. Ich töte ihn und dann ist gut. Das ist der andere Arsch. Mir soll es doch egal sein. Ich leiche mich jetzt hier durch. Hier bin ich total falsch. Oh, hier ist aber auch sehr geräumig auf jeden Fall zum Kämpfen. Super geeignet. Das sind die, die ich ja, glaube ich, lahmgelegt hatte, ne?
Ja. Ach, wir töten einfach alle, ganz ehrlich, was soll's? Boah, ey, dass die so lange immer brauchen, um zu sterben, ey, das ist zum Kotzen. Komm schon, bring ihn um. Na, jetzt ist er aber tot. Ja, geht doch. Geht doch, geht doch. Boah, ey, wollt mich doch verarschen. Ich kletter jetzt einfach hier rauf. Bin ich am Arsch. Mir grad voll egal. Was machst du denn da, ey? Wieso ein Behinderter, echt? Oh, zack, rein. Da bin ich. Hopp, hopp. Kommen die eigentlich hoch? Ah, bümmelt da mal. Egal. Zack. Ah, ich muss hier lang. Muss ich hier lang? Scheint so. Okay. So läuft das schon mal nicht verkehrt. Da unten muss ich das erreichen, okay. So, danke, dass du ihn getötet hast. Fand ich jetzt ziemlich nett. Ja. Ist ein ganz schön netter Bursche. Oh. Du willst doch gleich wieder schießen, ne? Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. So, dann du noch. Und ich hoffe, das hat sich jetzt mit euch erledigt, ihr kleinen Pissnäcken. So, wo soll ich denn hin? Da nach unten, okay. Dann gehen wir runter. Bla 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 bla. Tot. Tot. Und tot. Wir hinterlassen einfach mal eine Spur des Blutes und befreien jetzt die Ladies. Würde ich mal sagen. Achso, wir sind noch gar nicht fertig, oder wie? Okay. Alles klar. Wieso muss ich mein Ziel denn finden? Vor allem welches Ziel? Ach, den, der den Schlüssel hat, oder wie? Komm, lass uns drehen, solange das Herz schlägt. Komm. So, dann würde ich aber auch mal behaupten, an der Stelle beende ich die Folge. Und in der nächsten werden wir nach Mary und Anne suchen. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Haut rein, Leute!